Appell an euch, wenn ihr Klamotten habt, die ihr gar nicht mehr braucht, ich habe so einen großen Stapel, spendet die lieber, anstatt die einfach vergammeln zu lassen, verstauben zu lassen. Und willkommen zu einem neuen Video. Und ich habe folgendes Problem, oder ich glaube, das haben viele von euch. Ich habe jetzt über die Jahre einige Klamotten angesammelt, die ich einfach gar nicht mehr trage. Und ich merke das jedes Mal, wenn ich halt mich anziehe und rausgehe in die Arbeit oder so. Ich habe so viele Klamotten, die ich einfach nicht mehr anziehe, weil sie einfach mir nicht mehr gefallen. Oder weil ich die so günstig gekauft habe, dass ich sie nur einmal getragen habe, dann nie wieder. Nur weil sie halt so günstig waren, weil sie halt im Outlet waren oder bei Bershka nur für 3 Euro ein Pullover, man kennt's. Und deswegen werde ich jetzt einfach alles aussortieren, was ich nicht brauche. Und das werde ich dann in die Altkleiderbox reingeben, weil bevor es für immer in meinen Schrank verstaubt und nie angezogen wird und die Klamotten noch traurig werden, dass sie nie ausgesucht werden, sondern immer nur solche Klamotten, die mir zurzeit gefallen und wahrscheinlich in 2 Jahren nicht mehr. Deswegen werde ich jetzt einfach alles aussortieren und das dann alles in Altkleiderbox geben. Und ihr könnt jetzt so einen Einblick haben, was ich so alles für Klamotten habe, weil ich lade nie Instagram-Bilder hoch, dass ihr das wisst. Das kippe ich einfach, das sind einfach meine Arbeitskleidung. Jeder, der von euch beim Bilder einkaufen geht, weiß, wie das aussieht, deswegen werde ich da nicht genauer eingehen. So, fangen wir. Hier sind meine ganzen Pullover. Den Pullover habe ich noch. Einer ist noch. 2 sind in der Schmutzwäschebox, aber die trage ich, von dem her muss ich sie jetzt nicht tragen, weil sonst wären sie nicht in der Schmutzkleiderbox. Erster Pullover bei Bershka gekauft für 5 Euro. New Episodes, also ziehe ich mit Netflix, trage ich gerne, mir steht rot. Sieht man. Und deswegen behalte ich den. Dieser Stapel ist für behalte ich, da kommt ein Stapel für spende ich. So, einer meiner absolut Favorites, Adidas, schlicht und grau, behalte ich, frage ich öfters. Diesen Pullover habe ich schon seit über 4 Jahren, trage ich noch immer genauso wie seit Tag 1, weil es ist interessant, alles was weiter oben ist, trage ich, alles was drunter ist, trage ich nie. So, okay, da gibt es auch schon die, also auf Snapchat ganz alte Erinnerungen von 2015, wo ich noch 2016, wo ich einen Pullover anhabe. Ganz, ganz viele Zeiten. Über 4 Jahre. Vor allem, was ich hasse, ist irgendwie so dieses Fast Fashion, wo irgendwie alle High Fashion Companies drauf angelegt sind, immer nur die aktuellen Trends zu machen. Dann ist der Trend irgendwann vorbei und du wirst es nie wieder anziehen. Ich kaufe immer nur Sachen, die mir jetzt gefallen. Ich meine, ob sie jetzt in ein paar Jahren mir nicht mal gefallen, ist es mir egal. Aber ich kaufe jetzt nicht dieses Spring Summer von 2020, dass es halt dann im Herbst komplett langweilig geworden ist. Weil ich bin jetzt nicht der größte Mode-Interessant der Welt. Ich kenne mich zwar wenig aus, aber ich mag dieses Prinzip nicht so. Du kannst es für 3 Monate haben, dann ist es langweilig, dann hat es dir das abgesehen. Ich trage einfach, was ich will. So. Egal, ob es jetzt im Trend ist oder vor 5 Jahren mal im Trend war. Ich ziehe einfach genau das, was ich will und wo ich mich einfach wohlfühle. Jetzt kommen wir zum ersten kritischen. Auch von Bershka. Für 1 Euro damals gekauft. Ich habe gesagt, 1 Euro, hey, 1 Euro Pullover. Der fällt oversized aus, ist geil. Aber den habe ich in meinem Leben, den habe ich auch schon seit über 3 Jahren, habe ich vielleicht erst mal 3-mal angehabt. Was mir einfach nicht gefällt, also wenn der Kragen anders wäre, ich würde ihn so oft tragen. Fühlt sich komisch an, es ist nicht so Stoff wie so ein normaler Pullover, sondern es hat irgendwas komisches, Gummiartiges. Das heißt, ja, ich hab meine 2 guten Instagram-Bilder damit, Instagram unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, von denen kann ich mich trennen, das tut mir nicht weh, ich habe auch nur 1 Euro damals bezahlt. Ja, erster Pullover, den ich spenden werde. Dann kommen wir zum nächsten, auch vom Bershka. Ich kaufe sehr viel bei Bershka, fällt mir gerade ein. Von den Lösen, magst du den haben oder? Keine Ahnung. Leg es erst mal auf einen. Ich stelle ihn mal auf den Vielleicht-Stapel. Wobei, bis jetzt habe ich keinen schwarzen Pullover, fällt mir ein. Na, wobei, ich lasse ihn auf den Vielleicht-Stapel. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zu meinem Lieblingskleidungsstück. Das ist einfach Merch von Crow. Seit dem Tag, wo ich beim Crow-Konzert in Wien war, habe ich den gekauft und seitdem trage ich ihn gefühlt jeden Tag. Das heißt, der wird auf gar keinen Fall weggetan. Und so wie das, den gibt es halt gar nicht mehr zu kaufen, weil es halt Merch war. Und Crow, und das war sogar mein erstes Merch, was ich mir jemals gekauft habe von irgendwen. Ich habe nur 3 Merch-Stücke, fällt mir gerade ein.
Das heißt, der bleibt auf jeden Fall hier. Den trage ich so oft, das ist nicht mehr normal. Meine ersten Instagram-Fotos, die ich je gemacht habe, waren in dem Pullover, weil das genau nach dem Wien, nach dem Crow-Konzert in Wien war. Dann habe ich hier einen Rollkragenpullover. Trage ich gerne, wenn ich irgendwie so ein bisschen businessmäßig unterwegs sein muss. Behalten. Das kann man, glaube ich, nicht Merch nennen, das war einfach Genetik. Das war einfach Genetik mit Snipes, also die haben einfach so eine Kollaboration gehabt. Ich habe den mir nur gekauft wegen Genetik, weil ich den unterstützen wollte. Aber sonst habe ich den nicht wirklich oft benutzt. Ich finde den Old Fat, also dieses 70er-Stil, glaube ich, also das ist so 70er, 80er, 70er, wenn es mich nicht täuscht, gefällt mir sehr. Aber Snipes, der Aufdruck ist mir viel zu groß, von dem her weg damit. Dann habe ich hier einen, ich nenne es meinen Weihnachtspullover. Ziehe ich immer nur zu Weihnachten an, steht mir noch gut. Den habe ich geschenkt bekommen. Ja, den behalte ich auch noch. Das ist für die Arbeit. Hier habe ich eine Krawatte. Unbedingt aufbehalten. Die Stay High Jacke von UFO. Ich finde sie so geil vom Stil her. Genauso wie diese Snipes. Also es ist so alter Style. Und ich höre sehr gerne UFO. Und ich habe sogar die nächste Stay High Jacke bestellt. Also bei nächsten Deluxe Box, bei dem nächsten Album. Das kommt sogar am Freitag. Oh mein Gott, ich freue mich schon so sehr. Das heißt, auf jeden Fall behalten. Da habe ich eine Anzughose darunter. Brauche ich, wenn ich Anzug trage. Schwarzer Mantel, Kurzmantel. Kann ich weggeben, weil Mantel, ich mag nur lange Mantel. Also wenn sie wirklich so bis zu die Knie runtergehen, so richtig ein geiler langer Mantel. Deswegen kann ich den weggeben. Ich werde nur kurz die Taschen kontrollieren, ob da nichts irgendwas ist. Man kennt es, vielleicht habe ich da einen 5-Euro-Schein. Ich habe das mal gemacht. Ich habe, wo ich das letzte Mal im Winter die Winterjacke anhatte, ich habe da einfach 10 Euro reingetan. Und dann wirklich ein Jahr später, yo geil, 10 Euro. Dann habe ich hier eine Bomberjacke, ganz kritisch, die habe ich geschenkt bekommen, ist Ben Sherman. Ich glaube, die ist 300 Euro wert oder so. Ah, die behalte ich, die ist gut, die behalte ich. Dann einer meiner absoluten Lieblingssachen ist halt wirklich diese Adidas Oversize. Also es ist nicht Oversize, es ist nur eine Größe zu groß, aber für mich ist es Oversize. Diese Trainingsjacke, die gefällt mir so sehr, die hat oben auch eine Kapuze, die trage ich sehr oft, von dem her behalten, auf jeden Fall. Und die habe ich, glaube ich, nur für 12 Euro gekauft von Snipes Outlet. Nice. Dann habe ich hier eine Jeansjacke, die hat mir mein Vater geschenkt. Ich werde ihm als erstes fragen, ob er sie wieder haben will oder nicht, weil sie ist mir zu eng. Also mein Vater ist ein bisschen kleiner als ich und die ist halt S, ist mir ein bisschen zu klein, das heißt, die passt mir so nicht. Ich werde als erstes meinen Vater fragen, ob er sie wieder zurückhaben will oder nicht. Von dem her tue ich sie auf den Vielleicht-Stapel mit der Erinnerung, dass ich meinen Vater fragen muss, ob er sie wieder haben will. Dann habe ich hier, also es war ein Set mit der, also mit der Jogginghose. Trage ich sehr selten, aber ich will eh Sport machen. Lass sie vorsichtshalber noch drin. Dann habe ich hier so ein schwarzes Sweatshirt. Ich habe, oder keine Ahnung, wie das genau heißt, Zip-Hoodie, keine Ahnung. Ich habe früher den in jeder Farbe gehabt. Grau, rot, gelb. Die habe ich damals immer getragen, als so ich 15, 16 war. Aber mittlerweile gar nicht mehr. Gefällt mir einfach nicht mehr das Stil. Deswegen kann ich es auch weggeben. Dann habe ich hier ein Hemd. Trage ich, wenn ich Business aussehen muss. Dann hier ein geiles Hemd für den Sommer. Ultra leicht. Dazu eine weiße Hose, weiße Schuhe. Also weiße kurze Hose. Rock ich jeden Tag, oder im Sommer besser gesagt. Dann habe ich hier noch ein Hemd. Ich sollte mal bügeln, aber weil ich die zurzeit gar nicht brauche. Und mein Anzug, also mein Sakko, Krawatte. Ja, darunter ist nur Krimskrams. So, das war jetzt einmal von der Seite. Das heißt, diesen Stapel tue ich wieder rein. Den behalte ich auf jeden Fall. Und dann habe ich hier noch einen, auf gar keinen Fall Stapel mehr und mein Leichtstab. Oder besser gesagt, muss ich den Vater noch fragen. So, dann kommen wir zu anderen Dingen. Da ist eigentlich nur das und das interessant. Man merkt, ich habe viele T-Shirts, da werde ich mich auf jeden Fall jetzt von ein paar trennen. So, was haben wir hier hinten? Das ist so Strickpullover übers Hemd. Behalte ich. Das ist gerade sogar auf der falschen Seite. Dann habe ich hier eine graue Hose, die mir vom Fit gar nicht mehr gefällt. Hat mir auch damals nicht gefallen, aber weil die gerade günstig war, habe ich sie mir gekauft. Das heißt, von der kann ich mich auf jeden Fall lösen. Es ist eine graue Hose. Grau trage ich gar nicht mehr. Dann hier meine weiße kurze Hose, die ich gerade angesprochen habe. Die wird auf jeden Fall aufgehalten.
aufbehalten. Dann habe ich hier eine schwarze Hose. Ich weiß nicht warum, aber die ist mir zu groß. Ich meine, sie gefällt mir so, aber die ist mir zu groß. Den Gürtel werde ich behalten, aber die Hose gebe ich ab. Und ich habe sie wirklich gefühlt 5-mal getragen oder so. Davon kann ich mich lösen. Eine Puma Jogginghose in grün behalte ich, trage ich öfters. Eine Cargohose, eine schwarze, trage ich sehr, sehr oft, behalten. Dann hier, das ist, den habe ich in Paris gekauft, weil mir kalt war und ich nur mit T-Shirt unterwegs war und es ein windiger Abend war. Behalte ich, wenn ich vielleicht so mal businessmäßig, ich weiß nicht, den trage ich gar nicht, den kann ich auch wegtun. Für was behalten, wenn ich es wirklich, das ist sogar der Sinn des Videos, weg mit den Sachen, die ich nicht mehr tragen will. Eine schwarze Jogginghose, behalten. Meine schöne Hose, um businessmäßig auszusehen, behalten. Eine weitere Cargohose, die mir sehr, sehr gut gefällt und die Qualität einfach viel zu heftig ist, habe ich bei Jack & Jones gekauft. Behalten, trage ich auch öfters. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, wo ich die gekauft habe. Weg damit. Und dann habe ich hier, das ist das andere, so einen gelben Pullover für Hemden. Behalten, trage ich. Was ist das? Mein anderer Weihnachtspullover. Für was jetzt weggeben und dann in den paar Monaten neuen kaufen. Unterhosen trage ich, lasse ich. Könnt ihr einen Einblick haben, wie meine Unterhosen aussehen, wenn es euch interessiert. Bettwäsche brauche ich, also zweite Bettwäsche. So, fangen wir jetzt bei den T-Shirts an. Was ich alles nicht mehr brauche. So, hier habe ich ein pinkes Poloshirt. Für den Sommer gefällt mir sehr, das heißt, wir werden den behalten. Und hier habe ich ganz viele Socken. Also ich trage Socken und Unterhosen immer nur für einen Tag, deswegen habe ich mehrere. Und mein Indikator ist, wenn ich nur mal zwei Paar Socken und zwei Paar Unterhosen habe, dann weiß ich, ich muss die Waschmaschine einschalten, weil alles in meiner Schmutzwäschebox ist. So, das behalte ich. Dann habe ich hier ein Poloshirt, Hugo Boss sogar, geschenkt bekommen von meinem Schwager, weil es ihm zu klein war und er es geschenkt bekommen hat. Behalte ich. Ich mag die Farbe Orange sehr für den Sommer. Das habe ich mir gekauft. Das ist so ein T-Shirt zum Trainieren. Das ist so Flex-Dingspunkt von Adidas. Zweimal war ich damit laufen. Das habe ich schon seit über einem Jahr. Ich bin so stolz auf mich. Muss ich behalten, weil ich habe jetzt Ziel gesetzt für mich, dreimal in der Woche laufen gehen. Damit fange ich vielleicht morgen damit an. Dann habe ich hier ein T-Shirt. Das kann ich weggeben. Das habe ich auch von Bershka. Ich habe so viel von Bershka, fällt mir gerade ein. Es ist ein sehr dickes T-Shirt. Es ist sehr gut gefüttert. Ich weiß nie, wann ich es anziehen soll, weil es ist immer zu heiß damit. Im Sommer, damit stirbst du. Und sonst ist es zu dick. Das heißt, das habe ich auch nur so für ein paar Euros gekauft. Ich sollte damit aufhören. Diese Impulskäufe, genau damit macht Bershka Gewinn, glaube ich. Trage ich sehr oft, aber meistens nur zum Schlafen gehen oder so. Von Genetik, ist einfach da vorne. Trage ich, also man sieht es eh am Albumcover, das ist genau das gleiche. Trage ich sehr oft, aber meistens nur mal zu Hause, also in der Wohnung, wenn ich halt schlafen gehe oder einfach nicht in der Öffentlichkeit damit bin. Dann habe ich hier von Bershka ein oversized weißes T-Shirt, ist eigentlich mein Schlaf-T-Shirt und im Sommer ist es auch sehr gut, also so ein oversized weißes T-Shirt zu haben, gefällt mir sehr gut. Das ist Größe M, aber fällt aus wie zwischen L und XL, aber gefällt mir sehr gut. Ich mag sehr gerne Oversized. Was habe ich hier für ein T-Shirt? Das ist kein Merch, sondern eher eine Marke von Toni und Nia. Es hat mir einfach gefallen. Inhale My Love. So, ja, hat mir gefallen. Und ich sage es nur, Spaced Out Clothing. Schaut mal vorbei. So, trage ich auch sehr, sehr oft. Ich bin schlecht im Wäschewaschen, deswegen ist es nicht mehr das weißeste Weiß, aber egal. Weg damit. So. Dann haben wir hier ein T-Shirt, das war so eine Billa-Aktion und jeder Mitarbeiter hat sowas bekommen, aber ich trage es nie, höchstens zum Schlafen gehen, aber ich will nicht mehr T-Shirt zum Schlafen gehen haben, als ich zum Rausgehen tragen habe, weil damit weiß ich genau, irgendwas mache ich falsch in meinem Leben, wenn ich mein T-Shirt zum Schlafen gehen habe, als rauszugehen. Deswegen gebe ich das ab, weil ich, es reicht mir endlich zwei T-Shirts zum Schlafen gehen, weil das eine ist dann eh in der Wäsche oder wird gewaschen. Dann habe ich hier noch ein T-Shirt. Ein orangenes. Bershka. Oh mein Gott, ich habe alles von Bershka, fällt mir gerade ein. Okay, das muss ich aufbehalten. Das muss ich auf jeden Fall aufbehalten. So, Harry Potter Fanartikel. Ravenclaw in blau. Ravenclaw ist mein Haus.
Ich habe das gleiche noch, mein Gryffindor in Rot, aber es ist in der Schmutzwäsche, Dingsbums, weil ich habe mehrere rote Sachen und ich hebe die roten Sachen eben auf für einen einzelnen Waschgang. Deswegen seht ihr das gerade nicht, aber ich muss das gleich einfach nochmal in Rot mit Gryffindor vorstellen. Das heißt, wir halten und die trage ich sehr, sehr oft. So, dann mein absolutes Lieblings-T-Shirt, auch wieder von Bershka, wer hätte es gedacht? Es ist ein Oversize-T-Shirt mit einem geilen Strick oder wie man heißt, also reingenäht, sagt man es? Ja, ich glaube, es ist gestickt. Gestickt, keep trying anyway. Und ich finde es halt so geil, dass es halt wirklich so beim Ärmel runtergeht und das ist etwas, das sieht man halt jetzt nicht so alle Tage. Gefällt mir sehr gut und seitdem ich das damals online gekauft habe, seitdem gefühlt jeden Tag, also damit sieht man mich sehr oft. Ich meine, zurzeit jetzt nicht, weil ich halt für die Arbeit habe hier meine Arbeitsklamotten, sonst gehe ich nicht raus. Von dem her kann man wegtun. Dann habe ich hier ein graues Poloshirt. Ich weiß nicht, warum ich mir das gekauft habe, mir gefällt die Optik gar nicht mit diesem weißen irgendwas. Davon kann ich mit lösen, das geht weg. So, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals wirklich getragen habe. Ich weiß auch nicht, warum ich mir sowas kaufe. Das ist viel Geld, was ich eigentlich ausgegeben habe, was man eigentlich sinnvoll investieren hätte können in sinnvolle Sachen. Dann habe ich hier eine Badehose von UFO, auch, also Merchartikel. Ja, vom Wave-Album. Wave ist mein bis jetzt Lieblingsalbum von UFO. Und irgendwann, wenn in 5 Jahren das UFO-Konzert jetzt wirklich stattfinden wird, will ich die Badehose zum Konzert mitnehmen und hoffen, dass UFO mir irgendwo da unterschreibt. Und dann will ich die einfach nur einrahmen und irgendwo hin tun, das wäre dieser andere Reflex. Dann habe ich hier das pinke Poloshirt, 1:1 das gleiche in Blau. Müsste ich auch mal bügeln, behalte ich, weil im Sommer, der eh bald kommt, trage ich die öfters. Von dem her behalten wir das. Dann habe ich eigentlich meine ursprüngliche Badehose noch, eine weiße. Ein T-Shirt, was ich geschenkt bekommen habe, was mir aber zu klein war, also ich habe es geschenkt bekommen, weil es demjenigen selber zu klein war. Aber mir ist es selber zu klein, also es ist wirklich gefühlt XS. Aber hinten steht, glaube ich, L. Also es ist wirklich zu klein. Und beim Anziehen, das letzte Mal ist mir halt das kaputt gegangen. Kann man kaputte Klamotten eigentlich spenden oder ist das eher asozial? Ich glaube, die Kinder in den Ländern, die haben gar keine Klamotten. Von dem her wird es, glaube ich, nicht so kritisch sein. Falls es nicht sozial von mir ist, tut es mir leid. Ich will ja niemanden beleidigen. Aber ich glaube, ein leicht kaputtes T-Shirt ist besser als gar kein T-Shirt. So, das war es eigentlich soweit zu meinem Schrank. Ich habe jetzt eh einige Klamotten ausgemistet, die ich gar nicht mehr brauche. Das ist ein guter Stapel, muss ich sagen. Weil, ernsthaft, was soll ich bitte mit Klamotten in meinem Schrank tun, die ich gar nicht mehr anziehe? Und ich habe mich dazu gerade entschieden, das werde ich doch behalten, weil ich habe kein schwarzes Sweater. Und ja, brauche ich einfach. So, das gehen wir wieder zurück. Und ja, das war eigentlich alles, was ich so an Sachen habe im Spind. Da werde ich meinen Vater fragen, ob er es noch braucht oder nicht. Wenn nicht, dann gebe es auch zurück. So, habt ihr eigentlich viele Klamotten zu Hause, die ihr eigentlich gar nicht mehr benutzt? Falls ja, macht auch mal die Aktion, weil ernsthaft, wenn ihr die Klamotten gar nicht mehr braucht, es gibt Menschen, die wären vor allem über diesen Haufen und ihr müsst vorstellen, es bin nur ich. Wenn ich jetzt wirklich, also wirklich an allen, die gerade da draußen sind, die sich gerade das Video anschauen, ich leg's euch wirklich an Herz. Das sind wirklich nur Klamotten, die ich spenden kann. Und das kann so viele Menschen glücklich machen irgendwo. Von dem her appelliere ich wirklich an jeden Einzelnen von euch, misst mal euren Kleiderschrank aus. Wirklich alles, was ihr nicht mehr braucht und ihr euch davon lösen könnt. Mir tut hier gar nichts davon weh, weil ich benutze es wirklich gar nicht. Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der teure Markenklamotten braucht. Selten, dass ich mal was kaufe. Appell an euch. Wenn ihr Klamotten habt, die ihr gar nicht mehr braucht, ich habe so einen großen Stapel, spendet die lieber, anstatt die einfach vergammeln zu lassen, verstauben zu lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video morgen. Und bis dahin, mach's gut. Ciao.